Es sind anstrengende Tage für Serap Safak. Das Lächeln ist ihr trotzdem nicht vergangen. Während andere die letzten Besorgungen für das Opferfest machen, füllt sie die Regale auf. Fällt das schwer, hier zu arbeiten, wenn alle anderen das Opferfest feiern? Ja, eigentlich schon, weil jeder ist schick angezogen, jeder ist mit der Familie so zusammen. Ich bin hier alleine. Aber was willst du machen? Arbeit muss halt da sein. Während sich der Ansturm im Supermarkt im Vergleich zu den letzten Tagen etwas gelegt hat, ist am Schlachthof in Meiderich richtig was los. Hier will jeder sein frisch geschlachtetes Schaf. Damit die Tiere ordnungsgemäß geschlachtet werden, sind Ordnungs- und Veterinäramt vor Ort. Wer kein ganzes Schaf benötigt, geht einfach zum Metzger. So wie Hussein Schirach. Er erklärt das Opferfest für Nichtmuslime so. Das ist genau wie Weihnachten. Aber keine Alkohol, keine Getränke, kein Schweinefleisch, sonst alles. Ja. Ich bin seit fast 15 Jahren hier. Das ist das erste Mal im Schlachtfest. Ich habe frei. Sonst habe ich immer gearbeitet. Opferfest ohne Arbeiten. Für Serap Safak wird das in diesem Jahr nichts. Auch wenn um die Mittagszeit nur noch vereinzelt Kunden in den Laden kommen. Gestern hat jeder schon eingekauft und heute nur die Sachen, die fehlen halt. Weil jeder hat heute Besuch und was halt fehlt, schicken die jemanden raus, um das zu holen halt. Selbst die Brautmodengeschäfte in Marxloh gönnen sich heute mal eine Auszeit. Dafür ist bei den Blumenhändlern gut zu tun, denn Rosen dürfen beim Opferfest nicht fehlen. Und auch die Frisur muss sitzen, selbst bei den Kleinen. Serap Safak verschenkt zur Feier des Tages Süßigkeiten an die Kunden. Auch in den letzten Jahren konnte sie das Opferfest erst nach Feierabend miterleben. Ich bin also immer diejenige, die arbeitet, weil ich habe keine Familie. Und ja, ich arbeite dann mit meinen Arbeitskollegen an dem Tag. Vielleicht schließen wir heute vielleicht so 2 Stunden früher. Und mit solchen Aussichten werden es wohl doch noch Heirle bei Ramla. Schöne Feiertage.